Hi Leute, Sonntag, ich bin mal wieder draußen an meinem Lieblingsplatz mit und eigentlich müsste es ja heute, weil wir machen ja eigentlich immer so abwechselnd, einmal Messer oder Gear und einmal irgendwas Bushcraft-mäßiges, aber mir ist was zugeschickt worden, was ich mal testen darf und deswegen geht es heute mal wieder um ein Messer. Und zwar hier Knives 4. Und zwar hat mir Reini Rossmann und sein Team, die haben mir ein Messer zugeschickt, das Irbis in G10, also mit G10 Griffschalen und in Orange. Jetzt holen wir uns das ganze Ding mal raus. Kommt in einer Kydex-Scheide. Man hat dabei noch so einen Lederdengler, den machen wir gleich mal dran, weil Tobi ist ja meistens der Träger vom Messern am Dengler. Und noch mit dabei ist ein Taglock-System. Also wenn man es jetzt nicht am Lederdengler tragen möchte, ich muss bloß schauen, dass ich jetzt hier keine Schrauben verliere. Da ist noch eine dazwischen. Tun wir hier rein. Taglock-System. Kennt wahrscheinlich die meisten, kann man sich hinten dann so montieren, auf der anderen Seite natürlich auch. Den Dengler hier könnte ich mir auch, anstatt jetzt rechts, könnte ich mir es auch auf die andere Seite schrauben, damit ich es auf der anderen Seite links tragen kann. Also da ist man mit diesem Kydex ja, schön multifunktional, sage ich mal, das Messer. Hält gut in der Scheide drinnen, also verlieren wir so einfach nicht. Ach, ich gehe mal mit dem Ding hier ein bisschen ran zu euch, damit wir es uns mal anschauen. Also hier in der Scheide, das hier ist der Dengler, der hier hinten dran gemacht wird mit Reini Rossmann Logo. Ich hoffe, die Kamera stellt scharf. Und jetzt holen wir mal das Messer raus. So, das Irbis von Reini Rossmann. Irbis ist der Schneeleopard. Wir haben 4 mm starke Klinge mit einem Flachschliff, schön ausgeschliffen. Schön ausgeschliffen, der Flachschliff. Hier habe ich jetzt das G10 in orange-schwarz. Ist dann hier mit grünen Leinen noch unterlegt, was eigentlich so einen schönen Farbkontrast macht. Ich hoffe, die Kamera zeigt es auch. Hinten eine Fangriemen, also ein Loch für unseren Fangriemen zu montieren und das ganze Ding ist hier verschraubt. Ich kenne mich mit Schrauben nicht so aus, es müsste der Super Torx sein, Größe 40 glaube ich. Jawohl, hier sehen wir jetzt, Messer besteht hier in dem Fall aus D2 auf 60 Rockwell gehärtet. Wir haben Klingenlänge insgesamt knappe 11,2 mm, 11,3 mm und Grifflänge haben wir insgesamt 11,4 mm sowas. Ich habe Handschuhgröße 8. Es liegt mir schön in der Hand. Das ganze Messer ist auch ist richtig schön ausbalanciert. Ja, ist schön ausbalanciert das ganze Ding. So, auf 60 Rockwell gehärtet, wie gesagt, D2 Stahl, also ein Rostträgerstahl, nicht rostfrei. Und jetzt schauen wir mal, wie das ganze Ding so ein bisschen funktioniert. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen Papier. Schau mal, jawohl. Ja, wir können auch kurven. Bis vorne hin schön ausgeschliffen, kurven, jawohl. Papier tun wir mal in meinen Rucksack. So, jetzt fangen wir mal an mit Betonen. Schauen wir mal, wie das ganze Ding da funktioniert. Ich habe einmal dabei Eichenholz, ich habe einmal dabei Linde, also weich, hart. Und das wird dann ein bisschen schwieriger, das ist Buche. Ich habe jetzt kein anderes Stück gefunden. Jawohl. Fangen wir mal mit der Eiche an, mit Betonen. Schön ausgeschliffen, ja.
Schauen wir mal, was er bei der Eiche macht. Natürlich sollte man, wie immer, wie ich es euch immer sage, nicht auf Stein. Ne? Wenn ihr jetzt da durchkommt, dann habt ihr natürlich gleich Ausbrüche. Aber Eiche geht schon mal wunderbar durch. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an bei der Buche. Das wird hier ein bisschen ein schwierigeres Programm. Ich würde halt natürlich jetzt ein Beil eigentlich hernehmen. Aber wir probieren es. Jawohl. Obwohl die ziemlich krumm. Da unten ein Ast drinnen. Aber Buche, man hört schon, hart, kein Problem. Und die Linde, naja, das wird ja wohl durchgehen wie Butter. Jawohl, Linde, auch kein Problem. Schauen wir uns das ganze Ding mal an. Da ist gar nichts dran, überhaupt nichts. Da ist nichts. Jetzt schau mal, Schnitzeigenschaften. Wir nehmen jetzt erst wieder die Eiche. Ja, man merkt schon, die ist sehr hart, der Flachschliff. Jawohl. Macht er. Linde. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Schau mal, ein bisschen Feathersticks. Also es ist jetzt auch wieder nicht der schönste. Wir machen jetzt das einfach mal hier auf die Schnelle ein bisschen. Ja, Feathersticks macht's. Warum sollst du es auch nicht machen? Was mir an dem Design ganz gut gefällt, ich komme nochmal ran. Wir haben hier so einen Klingenspiegel, der ist nach hinten hin wird er breiter und nach vorne hin wird er schmal. Es gibt zu der Klinge irgendwie so ein bisschen da so einen schönen Touch und dann. Der Griff, der liegt richtig, richtig gut in der Hand, also richtig gut. Er ist auch ein bisschen so 3D-mäßig, also er hat hier ein bisschen mehr so einen Bauch, wird hier ein bisschen breiter, der Griff. Also er liegt richtig gut in der Hand. Und da das Irbis heißt, also Schneeleopard, habe ich mir überlegt, das sieht ja auch so ein bisschen so aus wie so eine Raubkatze, die vielleicht gerade hier durch dieses Geschwungene, gerade hier so auf dem Sprung ist, ja, um was sich zu fangen, ne, zu erbeuten. Ne, dass die gerade hier so ein Buckel und so irgendwie auf das Opfer drauf springt. Aber das ist nur meine Interpretation. Liegt sauber in der Hand. Klingenrücken. Jetzt schauen wir halt mal mit dem Feuerstahl, wie das Ganze funktioniert. Also betonen, kein Problem. Schnitzen, auch kein Problem. Flachschliff. Jetzt brauchen wir mal. Dann haben wir natürlich guten Wind. Müssen wir mal schauen, ob das so funktioniert. Kienspan. Ich nehme da immer den Klingenrücken, um ein bisschen was runterzuschaben. Was Feines. Der Klingenrücken ist scharf genug, um sich hier so ein bisschen was runterzuschaben. Wie man sieht hier. Ne, das sollte jetzt eigentlich schon reichen, um das mal zu testen, ob das dann funktioniert mit dem Feuerstahl. Machen wir mal hier ab, legen es mal hier hin. Holen wir uns mal einen Feuerstahl raus. Feuerstahl dran. Na. Mag jetzt endlich. Ja, man sieht schon, wie die Flamme ist. Es ist richtiger Wind. Aber funktioniert.
Schauen, ist da irgendeine Seite schärfer als die andere? Nee. So, da. Jawohl. Funktioniert. Putze mal kurz ein bisschen drüber, damit es jetzt nicht ganz so schlimm fürs Video mehr aussieht. So. Sitzt in der Scheide richtig feste schön drinnen. Jetzt schau mal, wie ist das? Ich ziehe jetzt meinen Gürtel aus. Ich klemme das einfach jetzt hier in den Dengler. Messer hängt schön gerade. Das heißt, auch wenn das jetzt hier oben wäre, es hängt schön gerade. Es ist genau auf so einer Höhe, die mir hier jetzt nicht, wenn das Messer hier oben wäre, mir hier irgendwo reinpieksen würde. Ne, wenn ich es jetzt direkt am Gürtel tragen würde, sitzt es schön tief, stört mich hier an der Seite nicht. Hängt gerade. Gefällt mir. Jawohl. Und dann hat der Reini und sein Team mir dann noch was mit dazu gegeben. Jetzt muss ich mal schauen, was das so ist. Und zwar könnt ihr euch noch diese Kydex-Scheiden hier, die könnt ihr euch noch ein bisschen hier erweitern. Was haben wir denn hier jetzt zum Beispiel? Machen wir es mal auf. Jetzt muss ich schauen, die Schrauben lassen wir am besten da drinnen, dass wir die nicht verlieren. So. Na, komm doch raus. Jetzt. Das ist einmal ein Schleifstein. Den kann man sich dann hier natürlich hier noch mit dran bauen, drunter bauen natürlich. Oder hier unten praktisch dran setzen. Ne, die Schrauben sind mit dabei. Gibt es in Schwarz, gibt es aber auch, glaube ich, in Orange und so weiter, also in so verschiedenen Farben. Wie gesagt, das kann man sich dann hier unten dran bauen. Man kann das durch dieses Langloch hier ziemlich gut einstellen, verschieben und dann hier drunter. Und was gibt es da noch? Also das ist einmal hier so ein Schleifstein. Dann, was haben wir da? Machen wir hier auf. So, Kamerad unterbrochen, wir sind da wieder da. Also wir hatten gerade den Schleifstein, den man sich dran machen kann. Das ist so ein Keramik-Schleifstein. Dann gibt es zum Beispiel auch noch hier natürlich Feuerstahl zum Montieren an das Irbis, also an die Kydex-Scheide. Kann man sich dann auch hier drunter, hier könnte man sich das jetzt hinschrauben. Ist alles mit Kreuzschlitzschrauben, also ziemlich einfach. Das hat eigentlich jeder daheim, denke ich mal, an Schraubenzieher, Schraubendreher besser gesagt. Wenn man jetzt den Feuerstahl hier ein bisschen benutzt hat und der wird natürlich ein bisschen dünner, dann einfach hier diesen Gummi hier unten drüber ziehen. Ne? Dann ist es hier noch einmal praktisch gesichert. Ne? Hält dann wunderbar, auch wenn der Feuerstahl ein bisschen abnimmt. Hält dann wunderbar drinnen. Das ganze Material hier ist ein bisschen flexibel, sage ich mal. Dass man das jetzt zum Beispiel jetzt nicht nur am Irbis, sondern auch an anderen Kydex-Scheiden, die vielleicht ein bisschen stärker hier sind, auch montieren kann oder die ein bisschen flacher sind. Man ist da ziemlich flexibel. Neben diesem Feuerstahl und dem Schleifstein gibt es dann auch noch natürlich andere Möglichkeiten. Also ich habe gesehen, hat er noch für Victorinox-Messer noch Halter, wo man sich noch außen hier ein Victorinox noch drauf machen kann. Ja, also da hat der Reini ziemlich viel. Ne? So, haben wir eigentlich, denke ich, über alles geredet. Ich zeige nochmal das Messer von nahen. Irbis, ich hoffe, es stellt scharf. Irbis von Reini Rossmann, wird produziert von Yaris, vom Sergei von Yaris. Das ist jetzt der D2-Stahl. Das Irbis gibt es aber auch nochmal im, Böhler N690. D2-Stahl, sehr rostträge. Hier Knives 4 und hier steht dann noch einmal
Irbis, ne? Schöne grüne Leine. Das ist jetzt hier die orange-schwarze G10-Griffschale. Gibt es dann auch in komplett schwarz, so viel ich weiß. Klingenrücken scharf genug zum Feuerstahl. Jetzt gucken wir noch einmal. Schnitzen. Was haben wir denn? Jawohl. Macht saubere Schnitte. Ja. Aber man kann auch schön fein damit arbeiten. Ja. Vorne mit der Spitze geht wunderbar. Jetzt nehmen wir noch mal die Eiche. Die ist natürlich, die ist halt auch gut durchgetrocknet. Die ist halt wirklich extrem hart. Also da. Aber es geht. Das wäre jetzt kein Material, was ich schnitzen wollen würde. Nicht das Material zum Schnitzen. Aber man muss halt auch einmal probieren. Bei Tonen haben wir gesehen, Eiche, wunderbar. Dieses verwachsene Buchenholz, selbst das hat es wunderbar durchgemacht, obwohl hier auch ein leichter Ast drinnen war. Schön sauber durch. Die hat man noch nicht. Aber selbst die durchgetrocknete funktioniert. Also das ist natürlich kein Holz, die Eiche und die Buche, die ich jetzt schnitzen würde. Ne? Also, das soll es gewesen sein. Das Messer des Irbis von Reini Rossmann. 42A konform in Deutschland, weil es unter 12 cm ist. Liegt sauber in der Hand, Handschuhgröße 8. Ich glaube, ab mit Handschuhgröße 10 geht's. Ich glaube, drüber wird es dann vielleicht ein bisschen knapp hinten. Aber man muss Messer immer in die Hand nehmen. Ich finde, es hat eine sehr schöne Handlage, vor allem, da sich hier unten dieser Bereich hier schön hineinschmiegt in meine Hand. Hier unten dieser Bereich schmiegt sich hier schön hinein. Kann ich schön greifen. Man kann es auch so herum natürlich schön greifen, dann schmiegt sich das hier schön hier in den Handballen ein. So kann ich natürlich dann Power Cut, kann schön Kraft drauf ausüben. Ja, das Irbis. Stecken wir es nochmal hier in die Scheide. Schau, ob irgendwas klappert. Es ist bloß hinten der Dengler. Da klappert nichts, das ist nur der Dengler. Es sitzt feste drinnen. Ich meine, so läuft kein Mensch in der Gegend rum, aber wir verlieren das Messer nicht. Rechts und links zum Tragen habe ich auch gezeigt, das Tech-Lock, falls man es machen möchte. Ganz genau. So, jetzt zieht hinter, also von der Seite zieht es ganz schön Regen auf. Ich sehe schon, da hinten regnet es schon. Deswegen soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich bleibe aber trotzdem noch ein bisschen draußen. Regen ist hier recht schön. Aber das Kamerasystem mag Regen nicht so arg. Deswegen bis bald, euer Tobi. Ich bin jetzt noch 2 Wochen da und dann geht's. 3 Wochen ist dann Urlaub. Ich werde dann 2 Wochen im schwedisch-norwegischen Fjell im Grenzgebiet unterwegs sein. Mal gucken, ob es da die eine oder andere Aufnahme gibt. Und ich wünsche euch was. Euer Tobi. Ciao, Leute.